chillig. Also, das ist so. Heute. Die Stifte muss treffen. Machst du denn deine? Der war erst groß, ich bin von mir gegenüber, ja, und dann hat er das alles hin und brauchte. So, nach meiner Checkliste, ich habe nichts vergessen. Der musste. Irgendwann ist in anderen Ländern üblich, dass man das erst probiert. Guten Morgen. So, als wenn du zu Weihnachten fragen würdest. Ich lasse direkt weg und hab mir das dahinter. Jetzt so rum, Chris. Doch, ich darf schon einen Propeller. Hier mit rein. Ja, leck um die, okay? Die Akkus rein. Das steht schon da. Ja, jo. Oh, ist schon da. Damit kann ich leben. Hast du deine Handschuhe nicht? Die liegen da drin. Da hat man noch Platz zum Schaffen, ne? Wie bei den kleinen Dingern. Oh, rein, jetzt haben wir wieder die. Ja, noch können wir auch. Nee, das lassen wir. Wichtig ist 50%. Nee, so bin ich ja nicht. Wozu brauchen wir Ersatzschrauben? Ach, für die, wo ins Gras fallen. Ach so, okay, alles klar. Und hat er drei Sternmotoren? Muss doch mal ein bisschen fragen, so ein bisschen dumm, weil ich bin. Die würden da keine andere reinmachen, das ist alles schon so lange drin. Ne? Einführhilfe, sozusagen. Da kommt die Wicke nicht hin. So, Christian? Also pass mal auf, da steht noch Steckverbindung am Rumpf, 24 Polig. Das habe ich. Weiter? Dann Höhenleiter festschrauben, sollen wir M5 abdecken. Höhenleitlauf, Seitenleitlauf, Seitenruder beidseitig einhängen, Streben. Hammer. Und Stummelantenne. Hammer, die obere Seite. Ich bin interessiert immer, wie was zusammengebaut. Das ist auch. Das ist alles das Aluminium oder? Guten Morgen. Okay. Das ist super gemacht, gell? Ja, wunderbar. Da war noch kein Aluminium drauf. Jetzt und das Aluminium ist ja nicht schwer, aber das meiste Aluminium ist ja hinter dem Schwerpunkt. Da muss man vorne noch 4 Kilo Blei in die Haube einarbeiten. Ja, okay. Ist ja schon mal gut. Elektrohofen. Eigentlich habe ich eine Entwicklung, glaube ich, verpasst. Mal Seitenruder. Wenig, ja. Höhenruder. Gut, mal schön. Jetzt schalt mal bitte die Beleuchtung ein. Macht doch. Es geht aber nur. Also, dann machen wir. Man dürfte den ersten Flügel rausholen. Wir probieren es. Der Rainer kann nichts selber werden. Also. Aber tschüss, Hause rumlaufen. Unter den Motoren noch rumgelaufen, das erste Drittel. Ich habe mittlerweile, da bin ich mittlerweile. Warte, Rainer. Ich muss das langsam. Viel Power.
alle Räume gesichert. Also auch wenn es Elektromotor oder Elektromotor oder Gasser, wo es einsteckt. Das haben wir nämlich damals für die Tragflächen sogar gemacht. Das habe ich gemacht. Also für gerissene Rollen hat sie keine Zulassung. Ja, aber gut ist doch. Gut. Leute, hier war es schon mal schneller. Du kannst gleich zum Briefing gehen, oder? Ja, dann mach ich das mal. Schicke ich das Ding. Guck mal, das an. Fertig. So, wie ich schon wieder aussehe. Moki? Zwei Mokis? Zwei Mokis, ja. 750er Sterne, aber die kostet das Bad. Ist besser als so viel, finde ich. Wie bitte? Ist besser als so viel. Ja, von dem kleinen. Das sind doch die vom KD-Modell, ja. Die habe ich mal getestet auf einer Mehl 35 für ihn, bevor er sie gemacht hat. Ja. Aber jetzt habt ihr hier andere drauf. Jetzt haben wir Solo-Props drauf. Oh, das ist ja vom Feinsten. Das ist klar. Und was ist das für ein Maß? Gleich wie die anderen, glaube ich. Also 28-16. Ja, das ist ja wirklich Aluminium, gell? Ja, natürlich. Boah. Lithoblech. Lithoblech, das darf man aber auch nicht anfassen, gell? Nee. Was ist Nitto? 03 oder irgendwo? 015. Oh, 015. Ja. Was wiegt das schöne Teil? Knapp 100. Boah. Wahnsinn. 100 Kilo. Schön. Oder? So, jetzt auf dem Weg zum Startpunkt. Die Futura auf dem Haus des Kammerhafens sein. Thank you.
Genau, das wollte ich nur loswerden. Bitte hier am Eingang warten, bis wir die Freigabe erteilen. Und dann, wer fotografieren möchte, wer so zu Nähe sehen möchte, bitte schnell rangehen, gebührenden Abstand halten, nicht anfassen. Wenn Sie Kinder, Hunde und Ähnliches dabei haben, bitte sorgen Sie dafür, dass nichts an die Modelle rankommt. Das sind alles Unikate, die unheimlich viel Stundenaufwand, liebevoll, wertgerichtet sind. Also da bitte das respektieren und entsprechend behandeln. Ansonsten sind die Jungs mit den Kindern ganz freundlich, die geben offen Auskunft über